Circa 150 geladene Gäste folgten der Einladung von Freddy Alexander Lienhardt in den Autobau zur Vernissage und Ausstellungseröffnung. Auch einige Motorsportgrößen ließen es sich nicht nehmen, an der Eröffnung und Ehrung für Lewis Christen teilzunehmen. Autobauverwaltungsrat und Kurator Freddy Alexander Lienhardt begrüßte die Gäste und bat sie im Motorsportmodus in die Eventhalle. Achtung, Percy, los! Freddy Alexander Lienhardt hielt die Eröffnungsrede und stellte den Gästen Lewis Christen und die Sonderausstellung vor. Ja, es ist wieder mal soweit. Der Sommer steht vor der Tür und somit bei uns die nächste Sonderausstellung 2023. Und für die kommenden 3 Monate dreht sich hier in unserer Racinghalle alles um Lewis Christen Racing. Diese Sonderausstellung wurde übrigens inszeniert von Lewis Christen persönlich. Lieber Lewis, wir sind sehr stolz darauf, dass wir deine Werke hier zeigen dürfen. Für Lewis Christen wurde nicht nur die Vernissage veranstaltet, sondern er wurde auch mit der Aufnahme auf die Wall of Fame geehrt und war sichtlich stolz darauf. Das ist eine große Ehre für mich. Vor allem, weil das ja von jemandem hier ausgesprochen wird, der wirklich die Szene kennt. Einerseits der Freddy Lienhardt, andererseits der Paul Gutjahr mit seinen Leuten, die das jeweils entscheiden. Das ist eine richtig große Ehre, dass man das erleben darf. Doch es gab nicht nur die Ehrung für die Wall of Fame, sondern eine Person wurde bei diesem Event noch mit einem speziellen Award überrascht. Als nächstes werden wir auch noch eine Person ehren, ohne die es nicht möglich wäre, ohne die wir hier alle nicht hier sein würden. Dazu bitte ich Paul Gutjahr auf die Bühne. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Feier zur Aufnahme von Persönlichkeiten auf die Wall of Fame hier hinter mir, verbunden mit der Eröffnung einer Sonderausstellung, für mich ist der heutige Anlass aber ein ganz besonderes Ereignis. Wir nehmen keine neue Persönlichkeit auf die Wall of Fame auf. Sie hat ihren Platz bereits seit langem. Autosport Schweiz hat die Ehre, Persönlichkeiten und Institutionen auszuzeichnen, die sich auf besondere Art und Weise für das Ansehen unseres Sportes ausgezeichnet haben. Sie haben es längst erraten. Beim Gewinner spreche ich um keinen geringeren als um den Hausherrn, um Freddy Lienhardt. Ich gebe gerne zu, dass mich diese Laudatio gefordert, aber auch viel Freude bereitet hat. Freddy Lienhardt nahm sichtlich überrascht und berührt den Award von Autosport Schweiz an, den Paul Gutjahr überreichte. Neben Lewis Christen erwartete die Wall of Fame aber noch 2 weitere Neuzugänge. Ich möchte jetzt 2 Fahrer vorstellen. Ich mache das in alphabetischer Reihenfolge und beginne mit einem ganz Großen, mit Rolf Bieland. Rolf Bieland gewann 7 WM-Titel und es hätten ohne weiteres 4 mehr sein können. Er gewann 81 GP-Rennen und war, und das ist für mich der Wahnsinn, 18 Mal auf dem Podest, das heißt unter den Top 3 der Weltmeisterschaft. Für Lewis Christen ist Rolf Bieland heute noch der beste und ausgewogenste Fahrer. Technisches Verständnis, fahrerische Qualitäten und absoluter Siegerwille sind eine Mischung, welche nur schwer zu schlagen war.
Für uns bleibt Rolf Biland einer der ganz Großen, im Dreiradsport sicher der Größte. Sehr speziell, ganz speziell, mit vielen Emotionen. Und es ist halt immer schön, über vergangene Zeiten auch zu reden. Und das kann ich hier mit all den Freunden, die dabei sind, sind inzwischen alles Freunde von uns auch, über den Louis Christen auch. Und wenn ich hier in die Runde blicke, was der alles geschaffen hat, muss ich sagen, Chapeau, also Hut ab. Wir haben aber auch einen weiteren erfolgreichen Fahrer. Es ist Markus Bösiger. In den 90er Jahren war Markus Bösiger nämlich eine wichtige Persönlichkeit im Seitenwagenrennsport. Bereits 1975 beendete er die WM auf dem dritten Platz. Aber Markus war nicht nur Fahrer und Teamchef, sondern wer ihn kennt, weiß, er war auch Visionär und vor allem auch Unternehmer. Gegen Ende der 90er Jahre zog sich Markus vom Gespannsport zurück und er stieg in das Truck Racing ein. Die Erfolge waren zahlreich und Markus gewann 2007 den Europameistertitel. Zudem beendete er die Meisterschaft dreimal als Vizemeister und seine Karriere schloss er immer unter den Top Ten ab. Meine Damen und Herren, wir kommen zu der Ehrung. Ja, das ist sicher ganz besonders, auch in diesem Ambiente mit so vielen alten Freunden da wieder treffen. Das war eigentlich super. Und Freddy hat ja wirklich hier eine super, super, super Sache gemacht, hier in Mansorn. Und vielen Dank, was er alles gemacht hat, auch überhaupt für den Motorsport, ist sehr großartig. Anschließend wurden die Gäste zum gemeinsamen Mittagessen geladen. So saß man zu intensiven Gesprächen zusammen und erzählte sich sicherlich noch die ein oder andere Rennsportstory. Die Ausstellung mit vielen Fahrzeugen, die Louis Christen konstruiert hat, ob aus dem Rennsport oder auch Straßenmotorräder, die ist noch bis Ende August im Autobau Romanshorn zu bestaunen.